Lufthansa hat mal wieder ein paar wichtige Infos herausgegeben und wie so oft sprechen wir mal über ein paar relevante Punkte. Unter anderem Boeing 787 in der Lufthansa Group, Airbus A380 oder auch das Thema Business Class reißen wir mal ganz kurz an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die wichtigen Infos von und über Lufthansa kamen vor wenigen Tagen in Form des Geschäftsberichtes für das Jahr 2020. Das ist ein recht umfangreiches Dokument, vorgestellt in einer umfangreichen Präsentation, voll mit Infos über das letzte Jahr, voll mit Infos über die Gegenwart und voll mit Infos über die Zukunft der gesamten Lufthansa Group. Und vor allem voll mit Zahlen. Dieser fast 300 Seiten lange Bericht hat die Aufgabe, Investierende über jegliche Kennzahlen der gesamten Gruppe zu informieren. Es wird die Performance aller möglichen Geschäftsfelder der gesamten Lufthansa Group zusammengefasst und die Konzernbilanz 2020 vorgestellt und erläutert. Zuletzt wird dann auch noch über die Vergütung der Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrates informiert. Und in diesem Zusammenhang geht es auch um den Aktienbestand der Vorstandsmitglieder, zu denen auch der Vorstandsvorsitzende, also der CEO Carsten Spohr, gehört, der laut Geschäftsbericht zum Jahresende 2020 130.000 Lufthansa-Aktien hält. Eine entsprechende Anzahl an Lufthansa-Aktien zu halten, ist für Vorstandsmitglieder verpflichtend. Wirklich spannend ist das alles für Leute, die nicht in die Lufthansa Group investiert haben, zumindest in diesem Detail sicherlich nicht. Aber zwischen den ganzen Zahlen verbergen sich auch noch ein paar relevante und interessante Informationen, zum Beispiel zum Thema Flottenplanung für die nächsten Jahre. Und da wird's dann interessant. In einem der letzten Beiträge über Lufthansa wurde hier schon einmal kurz erwähnt, dass die oft genannte Anzahl von etwas mehr als 760 Flugzeugen in der gesamten Lufthansa-Gruppe schon lange nicht mehr aktuell ist. Der große Umbauprozess hin zu einer deutlich kleineren Flugzeugflotte in der gesamten Gruppe ist bereits in vollem Gange und beinhaltet mittlerweile nicht nur noch irgendwelche Planungen, sondern auch konkrete Taten hin zu deutlich weniger Flugzeugen und vor allem eben auch zu einer deutlichen Reduktion der Flugzeugtypen innerhalb der gesamten Gruppe. Wer sich gerade fragt, ob es eigentlich Reduzierung heißt, laut Duden geht beides. Musste gerade auch nochmal nachgucken. Naja, zwar werden im Geschäftsbericht aktuell noch 757 Flugzeuge als Bestand aller Konzern-Airlines genannt und damit streng genommen nur 6 Flugzeuge weniger als in Anführungszeichen vor der Krise Ende 2019, aber viele Flugzeuge und auch gesamte Teilflotten teilweise, die jetzt auf dem Papier zwar noch zur Lufthansa Group gehören, haben innerhalb der Konzern-Airlines auf lange oder kurze Sicht keine Zukunft mehr. Und das dröseln wir jetzt kurz mal auf. Einiges davon kommt euch eventuell schon bekannt vor. Konkret zusammengesetzt haben sich die 6 Flugzeuge weniger bis Ende 2020 durch 22 neu hinzugekommene Flugzeuge und 28 Abgänge. Die gesamte Gruppe erhielt im Jahr 2020 tatsächlich nur 2 neue Langstreckenpassagiermaschinen. Das waren 2 Airbus A350-900 für Lufthansa. 2 weitere Großraumflugzeuge kamen in Form von 777-Frachtern zu Lufthansa Cargo. Dazu gab es noch 11 neue Airbus A320neo und 3 neue A321neo. Und Austrian Airlines hat ebenfalls in Anführungszeichen neue Flugzeuge bekommen, und zwar 4 gebrauchte, teilweise aus China und Brasilien kommende Airbus A320, und die stehen Stand heute entweder in Tallinn oder Bratislava geparkt. Demgegenüber, wie gesagt, nur 28 Abgänge über alle Konzern-Airlines verteilt. Davon wurden 19 Flugzeuge im Jahr 2020 verkauft. Das waren 3 McDonnell Douglas MD-11-Frachter der Lufthansa Cargo und 3 Boeing 747-400 der Lufthansa Passage. Ihr erinnert euch vielleicht. Dazu dann noch 4 Airbus A320 und 2 Airbus A319 sowie 7 Bombardier Q400, die teilweise für Austrian Airlines unterwegs waren. Zum anderen Teil sind es ehemalige LGW-Maschinen, die für Eurowings geflogen sind. Für 9 weitere Flugzeuge liefen über das Jahr 2020 hinweg die Leasingverträge aus. Das sind weitere Airbus A319, ein weiterer Airbus A320, weitere Dash 8 Q400 und auch ein Airbus A330-200, der von Brussels zurück zum Leasinggeber Aircastle in die USA ging, wo er jetzt seit mittlerweile fast einem Jahr im Pinell Air Park in Arizona steht. Wie eben bereits erwähnt, 6 Flugzeuge weniger in einem Jahr, das ist nicht sonderlich viel und das ist nur ein ganz kleiner Schritt in Richtung zu einer deutlich verkleinerten Airline-Gruppe. Allerdings geht so ein Umbau der Flotte ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten. An vielen Flugzeugen hängen irgendwelche Verträge dran, zum Beispiel eben diese Leasingverträge. Ist bei der Lufthansa kein sonderlich großes Problem, da ein Großteil der Flugzeuge der Airline-Gruppe selbst gehört.
Von den etwas mehr als 750 Flugzeugen sind laut Geschäftsbericht 2020 ziemlich genau 100 Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt geleast. Andere Flugzeuge haben noch eine laufende Finanzierung, dementsprechend Banken und wiederum Verträge im Hintergrund. Und was man logischerweise auch nicht vergessen darf, aufs Einfachste runtergebrochen, hängt an jedem Flugzeug auch ein gewisser Personalkörper. Dazu ein Beispiel. Pilotinnen und Piloten, die bei Lufthansa den Airbus A340 bewegen, dürfen ebenfalls den Airbus A330 fliegen. Dazu hat ein Großteil dieser Pilotinnen und Piloten auch noch ein Rating für den Airbus A350 und ist dementsprechend ziemlich gut aufgestellt. Ganz allgemein und bei der Lufthansa-Gruppe sowieso. Diese Flexibilität, gerade im Hinblick auf eine baldige Ausflottung des Airbus A340, ist ziemlich beeindruckend und eher vergleichbar mit der Einsetzbarkeit von Kabinenmitarbeiterinnen und Kabinenmitarbeitern, die selten nur ein Rating halten, dementsprechend also auch meist auf mehreren Flugzeugtypen eingesetzt werden können. Diese verschiedenen Ratings machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel und für die Fluggesellschaft in vielerlei Hinsicht, ganz vorsichtig gesagt, nutzbar, und jedes einzelne Rating, was da oben drauf kommt, ist wertvoll. Wie ist es aber auf der anderen Seite beispielsweise mit den Pilotinnen und Piloten auf dem Airbus A380? Diese Leute halten in der Regel nur in Anführungszeichen dieses eine Rating für den A380, und das ist, ganz vorsichtig gesagt, ziemlich nutzlos, denn sie werden aller Voraussicht nach nicht mehr auf diesen Flugzeugtypen eingesetzt. Wird ein Flugzeugtyp, weil er überholt ist oder weil er ganz einfach nicht mehr aktuell ist, irgendwann aus der Flotte verbannt, irgendwann aus der Flotte hinten rausgeschoben und durch neuere Flugzeugtypen ersetzt, dann wandern die Pilotinnen und Piloten normalerweise auf den neuen Flugzeugtypen weiter. Wird ein Flugzeugtyp allerdings aus der Flotte verbannt, weil die Airline verkleinert wird, na, dann kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter logischerweise nicht einfach mit ausflotten. Auch irgendwelche Teilzeitlösungen zur Überbrückung des Ganzen sind hier ja nur bedingt sinnvoll, denn als Beispiel, ein A380-Pilot oder eine A380-Pilotin kann bei einer Fluggesellschaft weder in Vollzeit noch in Teilzeit eingesetzt werden, wenn die Fluggesellschaft keinen A380 betreibt. Also umschulen auf eine Teilflotte, die schon ausreichend besetzt ist, das ergibt nur bedingt Sinn, kostet Geld und verschlingt Ausbildungskapazitäten. Also entlassen. Das ist aus guten Gründen nicht einfach so möglich, und außerdem sitzen gerade auf der linken Seite im A380 teure, aber eben auch sehr wertvolle Kompetenzen. Da geht es dann irgendwann um das Thema Abfindung, um unbezahlten Urlaub oder ganz einfach irgendwie einen möglichst frühzeitigen Austritt aus diesem Unternehmen. Kurzum, es geht um einen gewaltigen Umbau des Personals bei der Lufthansa-Gruppe, welcher mindestens genauso kompliziert sein dürfte wie der Umbau der Lufthansa-Flotte selbst. Und welcher erfahrungsgemäß genau dann beendet sein wird, wenn man gar nicht genau weiß, woher man jetzt so viele neue Leute kriegen soll. Gut, bleiben wir lieber bei den Flugzeugen. Dazu nochmal eine spannende Zahl. Von den etwas mehr als 750 Flugzeugen in der Konzernflotte standen Ende 2020 laut Geschäftsbericht etwas mehr als 450 Flugzeuge am Boden. Ein Großteil von diesen Flugzeugen soll zwar wieder fliegen in naher Zukunft, etwa 100 Maschinen laut aktuellem Planungsstand allerdings nicht. Das, beziehungsweise mindestens das, sind also die Abgänge für die nächsten Monate und Jahre aus der Lufthansa-Gruppe. Und darunter befinden sich auch Flugzeugtypen, über die wir hier schon häufiger gesprochen haben. Zum Beispiel von den 17 aktuell im sogenannten Long-Term-Storage befindlichen A340-600 sollen schnellstmöglich 7 Maschinen verkauft werden. Dazu wurde eine Rückkehr dieser Teilflotte sowieso schon in der Vergangenheit ausgeschlossen. Dementsprechend sind auch die anderen Maschinen bei nächster Gelegenheit sicherlich auch auf dem Papier aus der Lufthansa-Flotte raus. Ähnliches gilt für die Boeing 747-400. Auch von diesem Flugzeugtypen sollen schnellstmöglich in naher Zukunft 5 Exemplare verkauft werden. Die Maschinen sind geparkt in Hamburg, Enschede, Teruel und Tarbes in Südfrankreich. Und auch die dann noch übrig gebliebenen Exemplare werden die Fluggesellschaft nicht nur in der täglichen Operation, sondern dann auch irgendwann bei nächster Gelegenheit auf dem Papier verlassen. Gleiches gilt ebenfalls kurzfristig für konzernweit 40 Flugzeuge aus der A320-Familie. Dabei geht es um möglichst alte Flugzeuge. Vorbereitungen für die Ausflottung hat man bereits getroffen, in Form von zum Beispiel nicht verlängerten Leasingverträgen. In den nächsten Jahren werden dann alle Flugzeuge vom Typ Boeing 747-400, 777-200, Airbus A340-600, A340-300, A330-200 und Boeing 767-300 die Konzernflotte verlassen. Auch die MD-11-Frachter der Lufthansa Cargo werden das Unternehmen höchstwahrscheinlich alle im Jahr 2021 verlassen.
In der Präsentation zum Geschäftsbericht wurde dann auch noch die Zukunft des A380 abgedeckt. Es wurde dabei unterteilt in sehr große, große, mittelgroße und kleine Langstreckenflugzeuge innerhalb des Lufthansa-Konzerns. Bei den sehr großen Flugzeugen, aktuell bestehend aus A380 und 747-8, übernimmt in Zukunft nur noch die 747-8. Die großen Flugzeuge, hier die Boeing 747-400, werden in Zukunft ersetzt durch die 777-9. Auslieferungszeitraum wurde bei der Präsentation angegeben von 2023 bis 2025 für die 20 festbestellten Flugzeuge. Bei den mittelgroßen Langstreckenflugzeugen vom Typ 777-300, 777-200, A340-600 und A350 bleiben in Zukunft lediglich der Airbus A350 und die Boeing 777-300, also die Maschinen der Swiss. Und von den kleinen Langstreckenflugzeugen, heute A340-300, A330-300, A330-200 und Boeing 767-300, bleiben in Zukunft lediglich die A330-300. Neu hinzukommen wird dann noch die Boeing 787-9 in der Lufthansa-Gruppe. Und das ist die kurz- bis mittelfristige Planung der Langstreckenflotte innerhalb der Lufthansa Group. Bei Austrian Airlines beispielsweise hat vor wenigen Tagen die erste von drei Boeing 767, welche dieses Jahr in die USA gehen, den Flughafen Wien zum letzten Mal verlassen. Und so wird in der Flotte fleißig umgebaut. Möglichst zügig, denn alles andere kostet unnötig lange unnötig viel Geld. Und dennoch sind alle Zeitpläne jetzt gerade so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So hat man beispielsweise die jetzt noch offenen Auslieferungen auf einen recht weiten Rahmen gestreckt. Die noch offenen 26 Festbestellungen für den Airbus A350 sollen von 2023 bis 2029 reichen. Auf der anderen Seite soll wiederum die erste 787-9 schon im nächsten Jahr zur Lufthansa-Gruppe kommen. Und das, obwohl die gerade in überschaubarem Maße von Boeing produziert wird. Allerdings soll das Flugzeug dann eventuell mit der neuen Business Class an Bord um die Ecke kommen, denn man hat die Pläne für die neue Business Class von der Einführung der 777X abgekoppelt. Was viele freuen dürfte, denn dieses Flugzeug verspätet sich immer weiter. Ich habe es eben schon gesagt, Auslieferungszeitraum frühestens ab 2023 für Lufthansa. Falls ihr nicht ganz so lange auf eine 787-9 oder eine 777X warten wollt, tolle Überleitung, ihr findet die Flugzeuge als Blueprints in meinem Online-Shop. Erster Link in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und damit soll es das heute auch gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Und tschüss.